Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poppy Playtime. Keine Sau hat darauf gewartet und da kommt es endlich. Der zweite Teil von Poppy Playtime. Im letzten Mal, habt ihr doch sicher gesehen, haben wir hier irgendwie das Zeug miteinander verbunden. Und jetzt ist es aber so, dass unser geliebter Hoogie Woogie, wo mal da gestanden ist, da steht sogar Hoogie Woogie von 1984. Das ist mal da gestanden. Auf dem Podestli hier. Aber wie es der Zufall will, hat er da jetzt müssen abhauen. Und wir, ja, ich denke, wir gehen jetzt den suchen, oder? Nach meines Wissens muss ich da oben, das ist, glaube ich, in der letzten Folge haben wir das auch schon gemacht. Ich habe das jetzt ein Zeitchen lang gespielt. Genau. Ich sehe dort vorne seine Hand schon. Ja, dort. Dort ist seine Hand. So. Da haben wir das letzte Mal abgestellt, wer sich noch mal erinnern. Ja. Da ist immer noch der Stairway to Hell. Ich hatte eine riesen Angst gehabt, da rein zu gehen und jetzt machen wir es einfach. So, jetzt kommt dramatische Musik. Genau da, ja. Counter 3, 2, 1, jetzt gehen wir rein. Einfach so, hopp! Hopp, zack, weiter! Nicht zurückschauen, lauf! Oh Gott! Wir haben es wirklich durchgeschafft. Oh Gott! Ich weiß nicht, wahnsinnig gerade Angst gehabt, aber ich hatte doch ein flausiges Gefühl gehabt. Okay, dort unten. Jetzt geht es weiter, dort unten geht es durch. Gehen wir einfach mal da rauf. Schreibt gerne wieder mal etwas in den Kommentar. Ich weiss, dass sowieso kein Kommentar bekommen, aber... Irgendetwas? Kann ja nicht schaden, ihr wisst es ja. Ich versuch's weiterhin, bis irgendjemand irgendetwas in den Kommentar schreibt. So. Was müssen wir jetzt tun? Ich meine, ist da irgendetwas aufgenommen? Gehen wir erstmal da runter. Oh Gott, ist halt schon extrem creepy, das Spiel. Da haben wir noch ein zweites so einen Teil. Ich weiß zwar nicht, für was die Teile sind. Aber. Ja, da oben habe ich nochmal so etwas gesehen. Irgendwo. Da, genau. Nochmal. So. Und dort oben sind ja vier so Stände gesetzt. Das heisst, wir brauchen noch ein viertes, was jetzt hier hinten ist. Perfekt. So, jetzt haben wir vier von denen. Was müssen wir jetzt machen? Komm, Hoogie Woogie. Hilf mir auf die Sprünge. Hä? Ich ist es blöd, dass wir hier raufkommen. Wie komme ich dort rauf? Was war das gerade? Gibt es so irgendwo einen Durchgang oder so? Ah! Eben, ihr wisst es, ich bin eigentlich eine relativ grosse Horrorniete. Inzwischen ist es aber besser geworden. Also ich kann Phasmophobia und eben durch Hobby Playtime schon mit weniger Problemen spielen. Jetzt ist dort etwas aufgegangen. Jetzt muss ich mit E das so rein tun. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich jetzt da gemacht? Da greift das dort vorne. Ja. Und bringt es zu mir. Perfekt. Ui. Ey, wir haben die zweite Hand. Ui. Ja. Jetzt können wir hier das machen. Das Ziel von heute ist eigentlich auch wieder so einen Cut zu machen. Ich habe gedacht, ja, wenn wir letztes Mal schon einen Cut gemacht haben, machen wir diesmal doch auch einen Cut, oder? Okay, ich gebe es zu. Eigentlich ist es hauptsächlich, dass ich nicht groß muss schneiden. So. Dann machen wir es da so.
Und so. So. Und wir gehen da rein. Ja. Schreibe dann einen Kommentar, ob ich das weitermachen soll, da, weil ich jetzt denke, machen wir doch lieber das. Das kostet ab. Ui! Weil mit uns in letzter Zeit ein bisschen. Was ist das? Mit uns in letzter Zeit ein bisschen langweilig, nur GTA hochzuladen. Wegen dem habe ich gedacht, kann ja auch mal etwas anderes sein. Ich check's nicht, was wir da machen müssen. Oi, oi, oi. Also, geht es da jetzt rauf, so wie es aussieht? Okay. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass das. Dass jetzt ich zufälligerweise Wookie reden könnte über. Über das Zeug überlaufen. Gott. Es wird immer gruseliger. Ich habe mich gemeint, ob Steam ist ja das Spiel nicht als Horrorspiel ausgeschrieben. Oder? Ich habe gemeint, eben auf Steam ist ja das Spiel irgendwie aus Indien oder weiss doch auch nicht was. So. Was haben wir denn da? Also, make a friend. Wir müssen einen Freund machen. Gut nicht. Also. Was müssen wir hier machen? Wir müssen zuerst etwas aktivieren. Da geht der Stegen rauf. Ich hätte gesagt, gehen wir erstmal da rauf. So. Ich meine, wo, irgendwie müssen wir ja die ganzen Maschinen aktivieren. Weißt du, ich kann ja dort nicht können ziehen. So, das ist nicht passiert. Wegen dem nehme ich mal schwer an. Das ist auch nicht. Ah! Wir sind auf dem richtigen Weg, so wie es aussieht. Hier was zum. Ah! So. Checks nicht. Also müssen wir da greifen. Ah! Oder nein, warte, müssen wir es zoomen. Vielleicht. Dann müssen wir das hier durchziehen. Dann müssen wir die wieder wegnehmen. Wir müssen hier führen, hä? Hey, müssen wir hier beide drin haben? Wir haben Stromteil. Ist etwas passiert. Es geht so ein Strom da. Dort unten hat es aufgehört. Oh, Scheiße. Ah, da bekommst du Schaden. Das habe ich gar nicht gewusst, Alter. Dass du Schaden bekommst. Ah, jetzt kann ich eh drücken.
Hallo. Ah, Gott. Alter, bin ich jetzt beschrocken. Ach, kann mich doch keine vorwarnen oder so. Das ist da vorne die Augen vor allem aufgegangen. Aber richtig komisch. So. Ah, schau, jetzt leuchten die Teile. So, jetzt ziehen wir einfach mal durch. Was ist das? Weiß auch nicht. Jetzt ziehen wir einfach mal durch. Okay. Make a friend, das heisst, ich mache jetzt doch Jamie. Gesehen, er ist ganz weiss da. Ja. Das ist so, oh, okay. Die gehen jetzt da rein in die tolle Maschine. Du. Was passiert doch in dieser tollen Maschine? Komm. Ui. Was ist passiert? Es ist angemalt worden, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass ich die Maschine kann malen. Okay. Und dann die nächste Maschine. Was wird in diesem Höllenteil passieren, wo natürlich so nett aussieht, wo jedes Kind damit wird spielen. Oh Gott. Okay, es ist zusammengesetzt worden. Was passiert in diesem hochinteressanten Alien? Was ist da innen passiert? Ich habe das nicht ganz begriffen. Aber jetzt haben wir ein fertiges Kätzchen mit Hasenohren. Ja. Hey. So. Jetzt haben wir das zu uns genommen. Da ist sonst nichts mehr, oder? Können wir nichts machen? Nein, ich glaube nicht. Was haben wir hier? Okay. Ah, muss ich das da drin tun? Ja. Ist richtig so. Okay. Mal schauen, wie lange jetzt die Aufnahme schon läuft. Unglaubliche 12 Minuten. So, liebe Leute, da ihr wisst, was hier passiert, und da ich weiss, was hier wird passieren, können wir eigentlich hier direkt abstellen. Das heisst, beim nächsten Mal wird es sehr spannend. Ich habe so eine Vermutung, dass wir dann im Hookie-Bookie wieder mal werden über den Weg laufen, sag ich jetzt einmal blöd gesagt. Lasst unbedingt ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ja, habt einen geilen, ganz, nein, nicht einen geilen, ganz einen schönen. Diesmal einen schönen. Habt einen schönen oben oder einen schönen Tag, wenn ihr das Video auch schaut. Und dann, jetzt kommt das Intro. Tschüss, bye bye.